Wir spielen heute eine Roblox-Abi, aber wir sind nur ein kleiner Block, okay? Wir sind ein kleiner Würfel. Unser Körper war mal da, wurde entfernt. Und jetzt, das ist alles, was von uns übrig ist. Wir haben nichts mehr. Okay, das sind wir. Wir sind da, okay? Wir existieren. Das ist alles, was ich über uns sagen kann. Wir können halt irgendwie nicht rollen. Wir sind mehr so am Sliden. Ich habe irgendwie gedacht, wir würfeln mehr, aber das ist kein Problem. Und wir fangen mal an mit einfacher Start. Das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Ich denke, das Ganze sollte keine zu große Herausforderung für uns werden. Ich bin auch sowas wie ein Obby-Experte, von daher keine größeren Schwierigkeiten. Okay, das sieht wirklich einfach aus tatsächlich. Wir können hier einfach drüber fahren. Wir müssen hier nicht mal springen. Wir können hier einfach geradeaus fahren. Oh, das ist einfach. Das ist tatsächlich einfach. Die haben einfach... Oh, it's stuck. Okay, ich springe hier hoch, kein Problem. Zack, bam, easy. Oh mein Gott, wir sind die besten Obby-Leute dieser Welt. Oh mein Gott, man ist hier sogar stuck in diesen kleinen Rillen. Joom, joom, joom. Hoppala, fast wäre es schief gegangen, aber kein Problem. Und da sind wir. Hier sind bewegende Dinger, die wollen mich runterschubsen. Aber nicht mit mir, denn wir sind ein kleiner Block. Joop, joop. Ah, ich finde es schön, wie bei mir Tutorial dran steht. Weil das Einzige, was ich jemals geschafft habe in meinem Leben, ist das Tutorial. Kleine Laser, haben wir kein Problem mit. Easy peasy. Ich bin in der falschen Richtung. Ich bin nach hinten gesprungen. Alles klar, aber wie ich bereits sagte, hier die kleinen Laser, alles easy, habe ich kein Problem mit. Ah, die Plattform, auf der wir bleiben müssen. Okay, das Ganze hier sind basically einfach gerade ausstrecken. Das ist easy. Hui. Ups. Hä? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hä? Bin ich blöd? Muss ich hier lang? Ah, okay, ich muss da lang. Hui. Hui. Jetzt spinnen wir ein bisschen. Oh, taunting me. Wir haben hier so ein... kleinen Knopf. Und da steht Rennen. Ich bin Kopf. Ich kann nicht rennen. Meine Beine wurden mir gestohlen. Schon vergessen? Aber gut, dann rennen wir halt. Ui. Oh, wir sind schnell, aber wir sind auch nicht so schnell. Wir sind mittelschnell. Vielleicht habe ich den Rennenknopf nicht richtig bedient. Was ist, wenn wir jetzt hier einen großen Sprung machen müssen und ich es nicht schaffe? Ah, nee, kein Problem. Ui, ui. Wie ich schon sagte, ui, ui. Ui, durch den Dschungel, an den Schwertern vorbei. Zack, bam, easy. Hier ist Irmgard. Überholen wir, gar kein Ding. Oh mein Gott, und eine Rutsche. Let's go. Oh, das ist cute. Okay, ich werde ganz ehrlich sein. Ich sag, die Obby ist mir fast ein bisschen zu leicht. Okay, ich hab schon die eine oder andere Obby in meinen Lebzeiten gespielt. Die waren schwieriger. Aber das war natürlich auch nur das sehr einfache Tutorial. Als nächstes dürfen wir hier die sonnige Seite machen. Ich denke, in der sonnigen Seite sollten wir keine größeren Schwierigkeiten haben. Und wir können uns die ganzen Münzen verdienen für die Eiskrone. Zack. Bühne 4 sind wir schon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, sind wir schon. 14, 18 und wir rutschen wieder. Okay, und wir sind hier bei 26. Ich glaube, das ist die finale Rutsche. So, hier 27, letztes Level von dieser Schwierigkeitsstufe. Und wir sind durch. Es ist soweit. Können Sie uns die Eiskrone episch kaufen? Oh mein Gott, damit sind wir direkt 10-mal cooler. Oh, ich hoffe, das stört uns nicht beim Springen, weil wir sind jetzt einfach umgekippt. Okay, wir haben jetzt einfach leicht gemacht und springen ins nächste easy luftig Level. Ich meine es ganz ehrlich, die Dinger sind wirklich leicht. Ich kann euch das hier gerne einmal speedrunnen. Okay, wir müssen die Eiskrone wieder ausziehen, da sie uns behindert. Das ist vielleicht eher so eine Krone für die Lobby und weniger eine Krone fürs actually gamen. Wie gesagt, keine große Sache, easy gespeedrunnt. Ich warte auf ein Level, das schwieriger wird. Und da ist es. Glattes Segeln Mittelstufe, okay? Wenn das... Da seht ihr, wie schwierig es ist. Es schubst mich vom Spawn. Das ist unsere Herausforderung, okay? Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben, okay? Dafür haben wir trainiert. Dafür habe ich hunderte an Obbys gemacht. Für Mittelstufe. Die Lücken sind größer. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht. Okay, ich will hier schon pöbeln, aber ich glaube, ich sollte nicht. Vielleicht sollte ich mich lieber darauf konzentrieren, das Level hier zu machen. Warum springe ich so schief? Was ist falsch mit mir? Ich bin zu ungeduldig. Hier, es ist wirklich einfach. Ich nehme alles zurück. Peasy easy. Es könnte einfacher nicht sein. Oh mein Gott. Jetzt hier. Jetzt meine ich es ehrlich. Jetzt. Ehrlicher Versuch. So, und da sind wir wieder. Ich sag's euch, bei Mittelstufe haben die geturnt. Hier, die haben auch so tricky Formen mittlerweile, wo man automatisch runterrollt. Ich find's schön, dass sie die Laser mehr wirklich als Option haben. Manchmal triggern die aber oft nicht. Ah, da, oh mein Gott. Ich sehe jetzt erst, dass ich so einen Lebensbalken habe. Oh mein Gott. Die Dinger, gell? Die Dinger machen mir
so übel Motion Sickness. You wouldn't believe it. Mir ist, als würde ich im Auto hinten mitfahren, wenn, keine Ahnung, du durch so eine kurvige Strecke fährst. Wisst ihr, was ich meine? Jup, 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 jup. Ah! Ich meine natürlich, so. Hier sind wir. Zack, zack, zack. Wir rollen die Treppe hoch. Du, 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 du. Wir sind ein kleiner Würfel. Wir rollen und jetzt springen wir. Hui! Ich sag, das Schwierigste an dem Spiel hier ist tatsächlich die Motion Sickness, die ich krieg, wenn ich die ganze Zeit alles hab, was sich bewegt und irgendwie ist der Würfel bewegt sich so komisch. Wir sind in Level 11. Ah! Okay, wir wollen auf keinen Fall, dass der Würfel so anfängt, sich zu spinnen, so wie jetzt gerade. Dann habe ich keine Kontrolle mehr über ihn und dann macht er, was er will. Ich glaube halt, er denkt halt, er hat seinen Körper wieder und er kann sich wieder frei bewegen. Aber kann er nicht. Okay, er ist nur ein kleiner blöder Würfel, der nichts kann, okay? Wir sind nur am Sterben. Ich sag's euch, Medium. Medium, da haben sie wirklich geturnt. Ja, aber easy und leicht sind wirklich easy und leicht. Aber Medium. Ich würde sagen, Medium ist fast mittelschwer. Wir sind in so einer Art Gang jetzt. Ich bin mir nicht sicher, wie lang der ist. Wir sind jetzt auch schon hier drin halt eine Weile. Ich kann nicht direkt runterstürzen. Außer halt jetzt, wo ich halt runtergestürzt bin. Aber keine Sorge, dann machen wir halt den Gang nochmal. Der ging ja eh schnell. Brauchen wir hier mehr Speed, um da durchzufliegen? Ja, brauchen wir, aber da ist nichts. Was ist, wenn wir auf dem Gang lang fliegen? Okay, jetzt einfach mit Full Speed. Oh mein Gott, ich habe nicht den Knopf gedrückt. Hier, Booster. Zack. Durch. Bam. Tonne. Ist hier ein Knopf? Nein. Bam. Nächstes Level. Was ist, wenn ich auf den schwarzen einfach doppelt springe auf das nächste schwarze? Dann spare ich mir doch ein bisschen Arbeit. Zack. Es sind immer die gleichen Level. Ich habe das Gefühl, Ini habe ich schon 5-mal gespielt. Ich falle trotzdem runter, so ist nicht. Ha, da habe ich mich durchgebuggt. Mit dem Körbchen? Da haben sie mich. What? Wie kommt man denn durch diese Körbchen durch? Oh mein Gott, Leute. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn ich Medium nicht schaffe? Das Ding ist, es sind auch so viele Körbchen. Es sind nicht nur so 3. I did it. Kreise sind der natürliche Feind des Blockes. Oh mein Gott. Das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Es ist wirklich schwierig. Das Level hier ist so unübersichtlich. Irgendwie springt meine Kamera die ganze Zeit an Orte, wo sie nicht hin soll. Egal, ich mache das jetzt schnell für euch. Soll ich auf das Rote? Ich glaube, ich soll auf das Rote. Nee, das Rote ist gefährlich. Das Rote hat diese kleinen Kreuze. Hä? Okay, wir investigaten. Ich muss hoch und ich darf nirgendwo hinfliegen. Ich muss einfach gerade draufspringen und dann muss ich hinter mich, okay? Und wir haben es geschafft. Ich denke, Medium war wirklich mein Endgegner. Ich habe ihr mein Bestes gegeben. Falls ihr es selber ausprobieren möchtet, die Obby heißt Cube Obby. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und dann guckt euch gerne auch hier die nächste Obby an. Die ist mit der Easy zusammen. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!